Gestern hat Nintendo ein Video hochgeladen, das sich mit der Sizzle Season, also der Sommer Season in Splatoon 3 befasst. Und darüber können wir heute reden. Let's go. Ich hoffe, ihr habt euch dieses einminütige Video angeschaut, denn die nächste Season sieht echt nice aus. Oh, okay. Wir spielen ein Sturmkommando, aber wie scheint... sehr, sehr spezielle Lobby. Okay, Spiel geht trotzdem weiter. Vielleicht sind schon einige disconnected, ich weiß es nicht. Aber nee, scheint alles stabil zu sein. Okay. Ja, also einminütiger Trailer, der so ein bisschen von allem zeigt. Und das erste, was schon mal auffällt, ist eine neue Map. Und ich muss sagen, auf die freue ich mich. Die sieht echt nice aus. Oh, von hinten kommt jemand. Scheiße, keine Tinte mehr. Die sieht echt nice aus. Das ist diesmal so eine Art Bahnhof. Und zwar ist das dieser Bahnhof, mit dem man in die, in die Wüste quasi fährt. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Verbindung das steht, aber hier in Splatoon 3 ist das erste Gebiet ja so eine Wüste, bevor man in diese Schneewelt, also in der Kampagne, ne? Bevor man in diese Schneewelt kommt. Scheiße. Ich dachte eigentlich, ich überlebe das, aber nee. Und genau auf diesem Bahnhof. Ja, findet das statt? Oder es ist ein Bahnhof, der halt zu diesem, der halt nebenan liegt an diesem Bahnsteig, wo man halt reinsteigt, um in die Kampagne zu kommen. Weil man sieht im Hintergrund halt diesen Eiffelturm, der halt so umgekippt ist. Ich glaube, das ist ein Bahnhof, der noch in Splatville ist. Und ja, der hat halt einen Gleis, der dann in diese Wüste da fährt, in diesen Canyon. Ja, also die neue Map sieht echt geil aus. Die hat so bewegbare Plattformen. So eine, zwei große an den Bases, die so runtergehen. Und in der Mitte eine, die so hin und her geht. Auf das freue ich mich. Das wird nice. Ich hoffe, dass diese in der Herrschaft, die Zone, halt diese bewegbare Plattform ist. Also das wäre halt brutal. Die Map sieht auch cool aus, weil sie so grau ist. Es ist alles so grau da. Und wenn du dann mit der Farbe drauf spritzt... geil. Also die Map ist schon mal ein Plus. Ja, und für die, die sich das hier anschauen, nur um zu sehen, wie scheiße ich doch mit Waffen umgehe, für die habe ich auch was. Es kommen nämlich zwei neue Waffen. Okay, was ist heute los? Also die Lobby lief stabil, aber irgendwie lädt das Ganze ein bisschen langsam. Naja, soll uns nicht stören, solange wir spielen dürfen. Ja, es kommt ein neuer Bogen raus. Ich glaube, auch eine neue Gattung, sozusagen. Also es ist weder so ein Lackt, noch dieser Storybogen halt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber so eine Mischung. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab schon diese Mischung, aber die hier scheint noch spezieller zu sein. Jedenfalls kommt die raus. Weiß jetzt gerade nicht, Sekundär- und Spezialfähigkeit von der Waffe. Aber es wird definitiv eine Waffe sein, die ich nicht so mag. So, zwei Booyah-Bombs. Ein guter Start haben wir heute mit dem Turmkommando. Ja, und dann kommt eine Waffe, auf die freue ich mich. Die sieht echt geil aus. Sowas hatten wir auch noch nicht. Ist in der Kategorie der Schwerte. Diesmal ein Zweihänder. Und das ist so eine Art... ich weiß nicht, soll das so eine Art... Tic-Tac-Spender sein? Also wo man so Drops rauskriegt? Oder ist das so eine Art, so Stifte halt, Buntstifte. Das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, es ist eher so eine Art Zahnputzmittel oder irgendwie so Kaugummi-Gedöns. Aber die Waffe sieht echt nice aus. Die ist halt so ein Zweihänder. Man kann damit halt so Blasen schießen. Und der Final Cut kann man so, bam, so raus, das Schwert so aus der Scheide ziehen. Oh, richtig geil. Auf die Waffe freue ich mich. Das wird eine coole Folge. Ja, so viel zu den Waffen. Mehr hat man jetzt nicht gesehen. Vermutlich kommen auch noch einige dazu, die halt, ja, eine Erweiterung kriegen, ja, von den alten Waffen, die man halt kennt. Aber das sind die zwei neuen, die wir halt gesehen haben. Und beide sehen interessant aus. Wie gesagt, der Bogen, den brauche ich nicht. Das ist mehr so eine Fail-Folge. Aber das Schwert, auf das freue ich mich. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich damit gut bin.
Aber das wird mir Spaß machen. So. Dann finde ich die Kleider, die man kriegt, auch ziemlich nice. Denn man kriegt eine Kapuze und die ähnelt so ein bisschen an die Kapuze, die man halt im allerersten Teaser von Splatoon 3 gesehen hat. Wo halt dieser Inkling halt, ne, da in dieser Wüste wieder mal steht. Mit der Brille an und dann nimmt er so die Kapuze runter. Ja. Sieht echt nice aus. Wird vermutlich auch zwei Tragestile kriegen, glaube ich. Weil das ist so eine, so ein Reißverschluss drin. Das heißt, den kann man vermutlich zumachen. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat man nicht gesehen im Trailer. So, komme ich hier hoch. Ja, Vorsicht. Die Bazooka da wegmachen. Nein, jetzt falle ich da runter. Also von den Kleidern her freue ich mich auch. Da sind frische Klamotten dabei. Ja, und dann gibt es noch was, was ich jetzt nicht so brauche, aber existiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das schon mal da war oder jetzt auch neu ist. Das müsst ihr mir dann verraten. Also die Splatoon-Experten, die zuschauen. Nämlich der Big, Big Run. Also ein Big Run, der noch bigger ist mit allen drei Bossen oder so auf einer Map? Nichts für mich. Aber das kommt auf uns zu und ich glaube, das ist neu, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, können wir reinschauen, aber ihr wisst, ich werde da nur rumfailen, weiß nicht. Vielleicht in dem Stream werden wir gemeinsam ein bisschen Big Run zocken, aber ist jetzt nicht Priorität. Läuft gut heute. Wir haben zwei Wins. Und ja. Holen uns jetzt noch den dritten. Hoffentlich. ja, und wir sind schon fast am Ende des Trailers, weil, ja, man hat da noch ein paar Kleider gesehen, diese zwei Waffen, die neue Map und etwas für die Community, um zu spekulieren. Mhm. Es gab sozusagen eine Post-Credit-Scene. Und da gibt es schon heiße Diskussionen, denn angeblich will Nintendo damit das Final Fest anteasern. Ja, kurze Erklärung für die, die es nicht gesehen haben. Ganz am Ende des einminütigen Videos kommt so eine, ja, so eine Qualle halt, die da so durch diese Wüste wandert. Und die hat halt Fanartikel und Merch von verschiedenen Splatfests dabei. Also die alle Idols sind quasi präsent. Ich glaube, der Fächer ist vom Trio aus Splatoon 3. Vom Surimi-Syndikat oder wie heißen sie. Dann hat der so eine Tasche dabei, wo so ein Sticker drauf ist von ja, von den Idols von Splatoon 1. Und ich glaube, er hat noch Sticker oder so von Marina und Perla von irgendeinem Splatfest-Thema. Und das soll anscheinend irgendwie darauf hindeuten, dass das Final Fest mit allen Idols zu tun hat. Aber das sind alles nur Theorien. Die einzigen, die wissen, was diese Post-Credit-Scene, nenne ich sie mal, zu bedeuten hat, ist Nintendo. Aber man packt das doch nicht umsonst einfach in so einen Season-Trailer rein. Weil es war nicht mal so eine Art Joke, dass es halt irgendwie witzig sein soll. Es war einfach nur diese Quelle, die durch diese Wüste walkt, mit ihrem Fascher weht und dann so ein bisschen in den Himmel schaut. Es ist auch ganz normal Tag, ne? Es deutet halt auf nichts hin. Ganz normal die Wüste, der Canyon, wie man ihn in Splatoon 3 kennt. Im Hintergrund ist dieser Turm halt, ne? Der umgekippte Eiffelturm. Oder soll es, also ich weiß nicht, soll es der Eiffelturm sein? Weil der Tokio-Turm, der steht ja eigentlich noch. Der steht ja in Splatoon 1, ne? In der Lobby von Splatoon 1. Ich weiß nicht mehr, wie die Stadt heißt. Inkopolis, so hieß sie. Und 2 spielte halt auch in Inkopolis, glaube ich, aber bei dem Skytree. Also, das ist ein anderer Fernsehturm in Tokio. Wir haben 2 da.
Beide kann man besuchen. Echter Wert. Für One Piece Fans unbedingt zum Tokyo Tower gehen, falls ihr mal eine Reise nach Japan plant, weil da werdet ihr ja auf eure Kosten kommen. Ich verrate noch nicht genau warum, aber es ist heftig, es lohnt sich. Ja, und der andere, der Skytree, ist mehr so für Pokémon-Fans und allgemein Fans der Popkultur. Da gibt es einige Shops dazu. So wie in Pokémon Center, ne? Ich glaube, der Nintendo Store ist nämlich nicht da, ne. Der ist in Shibuya, genau. Aber weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Es gibt einen riesigen in Kyoto, den muss ich unbedingt mal besuchen. Ich war jetzt einmal in Kyoto, aber da war ich nicht. Ich glaube, der ist aber auch erst dieses Jahr aufgegangen. So, der Turm ist irgendwo da hinten. Ja, natürlich frage ich euch mal wieder, was haltet ihr vom Trailer der nächsten Season? Freut ihr euch auf die Waffen? Wie findet ihr die Map, ohne sie gespielt zu haben natürlich? Da kann auch sein, dass sie jetzt gut ausschaut, aber Gameplay-wise echt Trash wird. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die sah ziemlich großflächig aus. Man hat auch so ein paar Brücken, also man hat so stellenweise Highground und so. Scheint eine coole Map zu werden. Die letzte, die Schneemap, die gefällt mir halt auch ganz gut. Wobei, war das die letzte? Ne, die letzte war diese Rom- und Rahmen-Map, oder? Die finde ich zum Beispiel gar nicht gut. Keine Ahnung. Ich finde die... Na, das passt einfach nicht so zu meinem Playstyle. Und den Flughafen, den habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Weiß ich gerade nicht. Ja, ist blöd, ne? Wenn man ab und zu eine Splatoon-Pause macht. Aber ich kann euch versprechen, im Sommer, da sind wir dabei. Wir grinden die Season. Ich hab Bock drauf. So, Verlängerung, das ist nicht gut. Ich habe auch keine Tinte mehr, ja. Gut, dann hoffe ich, dass mein Team da vorrückt. Komm, 3 Wins in einer Folge, das ist doch... worth it. Ja, da kommt die Booyah-Bombe, ich glaube, dann ist vorbei. Ja, ich bringe noch einen auf den Turm. Und das war's. Ja, das war's auch mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und diesmal war es in 4K 1080p. Jedenfalls sehe ich jetzt schärfer aus. Ich hoffe schon. ja. Man sieht sich dann am Wochenende. Da streamen wir das Splatfest. Und es kommen auch Videos zum Splatfest. Also, man sieht sich. Bis dann und tschüss.